für so viel Zeit. Ja, nein. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auch auf der Tribüne. Eben sagte mir ein Kollege, eigentlich wollen, die Sache ist einfach, wir wollen alle was Ähnliches und wir brauchen nur mehr Geld. Ganz so einfach ist es nicht, denn im Oktober 2017 wurde ja schon im Sozialausschuss über die Finanzierungsstruktur der Kindergartenstätten informiert und diejenigen, die dabei waren, die wissen, wie komplex dieser Bereich ist. Allein im Teilbereich der Landesmittel existieren 7 Fördererlasse, 13 Regelungsbereiche, 32 Zuweisungskriterien. Der Begriff Wirrwarr ist also wahrlich nicht übertrieben und das war ja auch ein Grund für die anstehende Reform. Sie da oben, Sie kennen die Erlasse natürlich alle, ne? Ich brauche die Ausführungen meiner Vorredner nicht alle zu wiederholen, denn die Zahlen und den Dreiklang Entlastung der Eltern, Steigerung der Qualität und Entlastung der Kommunen haben wir, glaube ich, inzwischen alle verstanden. Und wir wissen auch, wie notwendig das ist, dass jetzt was passiert. Der Bericht enthält viele gute Ansätze und von der AfD hoffen wir, dass viel von den Versprechungen auch umgesetzt werden. An dieser Stelle auch von uns, von unserer Stelle, einen Dank an den Berichterstatter und die Arbeit, die dahinter steckt. Mir geht es heute aber um 2 Perspektiven, die bis jetzt nur zum Teil angerissen worden sind, und zwar die Sicht der Erzieher und die Sicht der Eltern. Meine Damen und Herren, zu Beginn des Berichts werden demografischer Wandel, Zuzug von Migranten, verfestigte Armut, Berufstätigkeit beider Elternteile, Schichtarbeit und die Auflösung traditioneller Familien hin zu einer, Zitat, Vielfalt alternativer Familienformen als zentrale Bereiche gesellschaftlichen Wandels benannt. Und diese ziehen, so der Bericht weiter, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, neue Herausforderungen für die Arbeit der institutionellen Kindertagesbetreuung nach sich. Konkret werden dann genannt, natürlich gleiche Bildungschancen. Ausgleich von Defiziten bei Sprache, Verhalten, Motorik. Inklusion von Kindern mit Behinderungen und der Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern. Ja, meine Damen und Herren, die Herausforderungen existieren und selbstredend kommen sie on top zu den bisherigen Arbeiten der Erzieher drauf. Im Bericht werden sie aber kommentarlos, quasi Gott gegeben und unabänderlich schlicht zur Kenntnis genommen. Stattdessen wird konstatiert, ich zitiere nochmal mit Ihrer Erlaubnis, dass die Kindertagesbetreuung immer mehr ähnlich den Schulen als Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme gesehen wird. Und auch dieser Satz bleibt leider kommentarlos stehen. Ich wiederhole das nochmal. Die Kindertagesbetreuung wird immer mehr als ein Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme gesehen. Von wem denn? Vom Staat oder von den Eltern? Nein, von der SPD? Es steht da ja nicht, es ist kein Kommentar dazu. Aber wir sagen, nein, Kindertagesbetreuung sollte unserer Meinung nach nicht der Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme sein und sie kann es auch gar nicht. Hier hätte man durchaus den Mut oder die Courage aufbringen können, um die Gründe, die ein solches Anspruchsdenken fördern, einmal selbstkritisch zu analysieren. Stattdessen wird aber vor allem mit einer Erhöhung von Anforderungen gegenüber denjenigen geantwortet, die künftig die Reform in der Praxis umzusetzen haben. Im Bericht wird an mehreren Stellen gesagt, Kita und Erzieher müssen sich auf die gestiegenen Anforderungen einstellen. So einfach ist das? Eben nicht. Eben nicht. Ja, fragen Sie doch. Fragen Sie doch. Stellen Sie eine Frage. Können Sie doch machen. Mir geht es im Moment dazu, dass es kommentarlos stehen bleibt. Ja, genau. Wenn Sie nicht immer dazwischen pöbeln würden, Herr Stegner. Ich werde schon gefragt, was sagt der Herr Stegner eigentlich immer die ganze Zeit? Da muss ich verstehe es auch nicht, weil Sie es immer so vor sich hin labern. Dann stellen Sie doch eine Frage. Das können Sie doch machen. Ja, aber ja. Ja, ganz genau. Weil Sie, hören Sie mal zu. Also hören Sie doch erst mal zu und empören sich hier nicht über was, ohne dass Sie wissen, worauf ich hinaus will. So, also mal gucken, wo ich war. Also, es wird immer wieder gesagt, dass die Erzieher sich auf die Anforderungen einstellen sollen. Und so einfach ist es leider nicht. Ja, es ist richtig, Anforderungen zu stellen und auch hohe Anforderungen. Aber wo ist denn die Grenze zur Überforderung? Nochmal zur Erinnerung, ich rede jetzt von der Arbeit der Erzieher.
Wo ist die Grenze zur Überforderung? Mit dem im Bericht gezeichneten Bild, dass der Kindertagesbetreuung eine kompensatorische Funktion zugeschrieben wird, werden einzelne Kita-Einrichtungen und auch Erzieher schlicht überfordert. Und eine Gesetzesreform, die die wesentlichen Leistungsträger pauschal mit gestiegenen Anforderungen konfrontiert, wird Stückwerk bleiben müssen. Vielleicht wird sie daran sogar scheitern. Lassen Sie mich jetzt mal zur Perspektive der Eltern kommen oder vielleicht auch nur vieler Eltern. Eltern fragen, wo bekomme ich einen Kindergartenplatz? Warum gibt es eigentlich so große Beitragsunterschiede und hoffentlich wird es nicht so teuer? Hoffentlich klappt das mit den Betreuungszeiten. Hoffentlich bekommt mein Kind gute Erzieher und hoffentlich fühlt es sich wohl in der Gruppe. Und einige Eltern fragen auch, ist das nicht vielleicht zu früh? Ich würde eigentlich gerne lieber, genau, und jetzt wird es richtig schwierig, weil es natürlich einerseits Wünsche der Eltern gibt, wieder früh ins Arbeitsleben einzusteigen oder auch nicht. Es wird aber auch schwierig, weil es andererseits auch finanzielle Zwänge gibt, durch die Mütter und Väter diese Wahlfreiheit eben nicht haben. Und diese Freiheit, unabhängig von der finanziellen Lage entscheiden zu können, ob man sein Kind einer Krippe oder einer Tagesmutter anvertraut oder ob das Kind zu Hause versorgt werden soll, die wird immer weniger. Hierzu einmal dann doch zwei, drei Zahlen aus dem Bericht. Der Betreuungsbedarf bei den Untereinjährigen liegt bei etwa nur 2-3%. Dieser Wert steigt dann im zweiten Lebensjahr auf rund 60% und im dritten Lebensjahr auf 77% an. Beruht diese Nachfrage tatsächlich auf dem guten Angebot, wie der Bericht suggeriert? Oder sind vielleicht viel banalere Gründe dafür verantwortlich? Ja, natürlich. Das Elterngeld wird nun einmal nur in der Regel 12 Monate gezahlt und wenn man im Anschluss daran nicht in die Armutsfalle tappen will oder wenn man seiner Familie mal etwas Besonderes gönnen möchte, zum Beispiel einen Urlaub, dann hat man immer weniger Spielraum, dann hat man eigentlich gar keine Wahl. Man gibt sein Kind morgens ab, man geht zur Arbeit, man kommt wieder, man macht den Haushalt und abends versuchen dann manche Eltern noch diese Quality Time hineinzupressen. Was für ein Stress. Ach ja, und die haben das Kind natürlich auch wieder abgeholt. Das ist Stress und das ist nicht, was wir fordern sollen und wollen. Im Bericht ist auffällig häufig davon die Rede, dass die Kindertagesbetreuung, ich zitiere noch einmal mit Ihrer Erlaubnis, bedarfsgerechte Angebote flexibel an die jeweiligen Bedarfssituationen der Familie anpassen sollte. Das klingt erst einmal so, als ob tatsächlich die Familie im Mittelpunkt stehen würde. Häufig genug ist es allerdings so, dass die Familie selbst nur reagiert. Reichen die Finanzen nach einem Jahr Erziehungsgeld nicht mehr aus, dann muss ja gearbeitet werden. Reicht das Geld noch immer nicht oder ist man alleinerziehend, muss voll gearbeitet werden und das Kind muss dann natürlich fremdbetreut werden. Arbeitet man im Schichtdienst, braucht man Einrichtungen mit entsprechenden Betreuungszeiten. Schließt die Einrichtung während der Ferien, ist man wieder auf der Suche und so weiter und so weiter. Sind das Wünsche der Familie? Nein, das sind natürlich keine Wünsche, sondern das sind finanzielle Zwänge und schwupps finden die Eltern sich im Hamsterrad wieder. Und nun soll kompensiert also ausgeglichen werden. Und das, obwohl wir wissen, dass die meisten Eltern, hören Sie gut zu, dass die meisten Eltern, zumindest die mit unter Dreijährigen, sich lieber selbst um die Kinder kümmern würden. Das sagt der Mikrozensus 2011 ganz klar. Obwohl wir wissen, dass sich diese Entwicklung, die ich eben versucht habe zu beschreiben, dass sie sich weiter beschleunigen und auch ausweiten wird und man konsequenterweise ganz schnell flächendeckend 24 Stunden, 7 Tage Kitas anbieten müsste. Vielleicht müsste man sogar darüber nachdenken, über eine Kindergartenpflicht. Beispiele Finnland und Frankreich. Und auch vor kurzem war das ja in der Presse hier, dass das durchaus überlegt wird. Und wir wissen außerdem, dass es ein Widerspruch ist, Erziehungsarbeit, die außerhalb des Elternhauses geleistet wird, als Arbeit zu bezeichnen. Wenn aber das Gleiche im Elternhaus stattfindet, sie häufig belächelt wird, herabgewürdigt wird, nach dem Motto, aha, nur Hausfrau oder nur Hausmann. Sie wackeln mit dem Kopf, ist das nicht so? Ist das anerkannt? Ist das anerkannt? Nee, genau, das ist nicht anerkannt und genau darum geht es mir. Wir wissen auch um den Druck, den vor allem Mütter seitens ihres Arbeitsumfeldes ausgeliefert sind. Aha, du bist schwanger, wann kommst du denn wieder? Ja, das gibt es. Nicht in jedem Fall, aber es gibt es zu häufig. Und wenn wir ein familienfreundliches Bundesland gehören, dann, bitte? Ich merke sehr wohl, was ich rede, aber ich merke, dass Sie es anscheinend nicht reden, ja? Sie merken es anscheinend nicht. Ja, und wir, was Sie nicht gemerkt haben, sind dann vielleicht auch zuletzt Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, die die Gefahren und Auswirkungen einer zu frühen, zu langen Fremdbetreuung eindeutig benennt.
Es sind solche Fragen, die wir in dem bislang vorliegenden Bericht gar nicht oder nur unzureichend behandelt finden. Dabei machen sich immer mehr Menschen Gedanken darüber, über die Auswirkungen von Leistungs- und Konsumdruck auf die Familien. Und denen wird es auf Dauer eben nicht reichen, wenn es immer nur um Kindergarten geht. Ja, die Kita-Gesetzgebung muss reformiert werden, aber entscheidende Wirkung wird sie nur dann entfalten können, wenn sie ein Teil einer umfassenderen, einer neuen Familienpolitik sein wird. Und in deren Mittelpunkt müssen Familien und Kinder stehen und nicht wirtschaftliche, ideologische oder sonstige Überlegungen. Wünschenswert wären, um zusammenzufassen, vor allem drei Dinge, die bei der Fortschreibung des Berichts in geeigneter Weise, ich weiß ja, um was es geht, aber mitgedacht werden müssen, mit berücksichtigt werden müssen. Erstens, die Frage, können und sollen Krippen und Kita die Lücken, die durch das Wegbrechen familiärer Unterstützungsstrukturen entstanden sind, tatsächlich kompensieren? Anforderungen an die Erzieher und Erzieherinnen, ja, auf jeden Fall, aber keine Überforderung. Zweitens, wie können wir Familien unabhängig von einer Beitragsdeckelung finanziell so entlasten, dass für sie wirklicher Spielraum in der Frage der Kinderbetreuung entsteht? Die AfD, das wiederhole ich an dieser Stelle, wird sich auf Bundesebene für ein steuerliches Familiensplitting einsetzen. Und ich weiß natürlich, das ist jetzt Berlin und das ist nicht die Entscheidung von Kiel, aber dennoch können wir ja Einfluss über den Bundesrat geltend machen. Drittens, für die unter Dreijährigen müssen im Vordergrund aller Überlegungen unbedingt qualitative Standards stehen. Hier geht es in erster Linie um den Bindungs- und Gefühlsbereich. Und dies muss zu einem viel besseren Fachkraft-Kindschlüssel führen, als dies heute der Fall war und als das Sie zu verantworten haben von der SPD. Denn Sie haben ja in den letzten Jahren regiert. Die Erzieher wissen, wie hoch emotional so ein Thema ist, das Thema der U3-Betreuung und deswegen sollten wir hier auf keinen Fall oberflächlich oder vorschnell agieren. Ich komme jetzt zum Ende noch kurz zu den Anträgen, die eingegangen sind, ja von der SPD. Da muss ich auch sagen, dass Sie werfen hier dem Berichtsteller vor, dass es nicht konkret genug war. Also wenn mir eins pauschal vorkam, dann Ihr Antrag, denn Sie sprechen von Geldern, die woher kommen sollen? Ja, natürlich wieder vom Bund oder vom Land. Ja. Das ist zu einfach. Ich bin mir aber einig, ich bin aber froh, dass Sie das Thema Beitragsfreiheit angesprochen haben. Allerdings nicht so wie Sie nur im U3-Bereich, sondern wir setzen uns als AfD dafür ein, dass es ein beitragsfreies letztes Kindergartenjahr gibt. Und dieses Jahr könnte durch eine Intensivierung der Vorschularbeit noch erhöht werden. Und dieser Aspekt findet sich ja auch im Bericht wieder. Ja, kurz noch zum Antrag von CDU, Grünen, FDP, der in der Mittagspause uns erreichte. Da sprechen Sie von Austausch und Dialog. Und dem kann man nur zustimmen. Und ich drücke hiermit die Hoffnung aus, dass wir Wege finden, dass wir allen Eltern Hilfsangebote, Unterstützungsangebote anbieten könnten, auch denen, die sich etwa im U3-Bereich dafür entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu versorgen. Vielen Dank.